Was ich durch Freds Bauanleitungen gelernt habe, ist, dass ich wirklich kein Möbelstück ohne Plan bauen kann. Ich bin nicht unbeholfen, aber ein Bett ohne Plan zu bauen hat sich zu einem unmöglichen Projekt entwickelt. Das Bett knarrte und es fiel nach ein paar Tagen in sich zusammen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, Freds Bauplan-Package herunterzuladen, ja, und darin nach einem guten Bettbauplan zu suchen. Ich habe mehrere gebündelte Pläne gefunden, ja, die das möglich gemacht haben. Ich entschloss mich dazu, mit einem Plan für ein Bett aus Holz anzufangen, was sich als machbares Projekt herausstellt. Der Plan gab genau diejenigen Materialien an, welche ich tatsächlich kaufen musste und wie viel ich davon brauche. Ich hatte alles in die richtigen Ausmaße gesägt und konnte somit gleich mit dem Bauen des Bettes beginnen. Ich plane letztendlich jetzt noch weitere Möbelstücke zu bauen und habe dafür noch genug Pläne.